Israelische und palästinensische Frauen kommen zusammen, um den Frauentag zu feiern, der hier in Jerusalem eine besondere Bedeutung gewinnt. Kein Protest und keine Forderung nach Gleichstellung, einzig, so glauben wir, ein nachahmenswertes Beispiel und eine Botschaft für alle. Das Treffen findet in Jaffa Gate statt. Eine Gruppe jüdischer Frauen, die aus verschiedenen Teilen Israels und aus Jerusalem kommen, machen sich auf den Weg entlang der Stadtmauer zum Herodestor, dem Zugang zum muslimisch-arabischen alten Stadtviertel, wo sie voller Anmut und mit arabischen Speisen von einer schönen Gruppe palästinensischer Frauen erwartet werden. Nichts Selbstverständliches in einer Stadt, wo aufgrund eines Konflikts, der auch unter den Einwohnern Vorurteile geschaffen hat und weiterhin schafft, die Zertrennung herrscht. Die Idee zu dieser Initiative, die zum ersten Mal auch von der Stadt Jerusalem unterstützt wird, stammt von der Israelitin Deborah Perlman. Die Situation betrifft nicht nur die Frauen. Es gibt so viele alte Lebensweisen, die besonders hier in der Altstadt verwurzelt sind. Was wir fördern, ist ein neuer Weg. Anstelle des Weges der Trennung ist der neue Weg die Vereinigung, ein Weg zur Einheit. Wie und wann wird das geschehen? Ich hoffe, dass das heute geschieht. How and when it will happen? I hope it will happen today. Hello, yeah, it's been a while. Und als Erfolg sehe man diese Bilder an, die den ganzen Willen zeigen, sich zu treffen, zusammen zu sein, sich kennenzulernen, ungeachtet der Unterschiede von Kultur und Sprache. Ein sehr schöner Tag, ein ganz besonderer. Denn es ist sehr schön, als israelische und arabische Frauen, die wir sind, beieinander zu sein. Wir leben hier einen Konflikt. Aber die Frauen wollen miteinander und in Frieden leben. Aber nur die Frauen können dies bewirken. Wunderbar ist heute, dass wir mehr palästinensische als israelische Frauen sind. Seit vielen Jahren versuchen die israelischen Frauen, diesen Prozess des Friedens zu schaffen und scheinen müde zu sein, die Hürde zu erklimmen, um dieses Ziel des Friedens zu erreichen. Und heute geschieht ein Wunder und es scheint, dass hier jetzt etwas Neues passiert. Das Programm dieses Tages, ein gemeinsamer Spaziergang durch die Straßen der Altstadt und danach ein Besuch des Stadtmuseums. Ohne etwas zu tun, haben diese Frauen heute hier in Jerusalem einen neuen Weg aufgezeigt und beschritten. In der Überzeugung, dass der Frieden aus dem Herzen kommen kann, besonders aus dem Herzen von Frauen, von starken und mutigen Müttern, die so für die Zukunft dieses Landes und die ihrer Kinder kämpfen. Ich möchte Ihnen sagen, dass mein Sohn 18 Jahre alt ist und jetzt seinen Militärdienst beginnt. Seitdem er klein war, wenn ich ihn in den Kindergarten gebracht und umarmt habe, habe ich ihm gesagt, eine Umarmung am Tag wird den Frieden bringen. Und heute habe ich ihm gesagt, Toma, ich gehe für dich dorthin, denn für dich will ich diesen Frieden erreichen. Die Hoffnung besteht darin, dass dieses Land, diese Stadt, einem Tag wie diesem gleich werden kann.